Das ist doch eine Rolex, oder? Ist die echt? Kann ich die auch bei Amazon im Warehouse-Deal bestellen? Wie viele Uhren hast du eigentlich? Was ist die teuerste Uhr, die du hast? Ist eine Uhr für 5000 Euro wirklich so viel besser als eine für 200? Was hat die gekostet? Welche Uhr ist die beste Wertanlage? Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es einmal nicht um eine Uhr im Einzelnen, sondern um ein Thema, was mich schon länger bewegt und wo ich mich auch schon mit einigen anderen Sammlern darüber ausgetauscht habe. Und zwar darum, dass sobald man sich als Sammler, vielleicht speziell auch als Uhrensammler zu erkennen gibt, es Situationen gibt, in denen man mit nervigen Fragen überschüttet wird. Ich habe mir mal die Fragen zusammengeschrieben, die ich am häufigsten gestellt bekommen habe. Vielleicht kennt ihr ja die ein oder andere davon und vielleicht gefallen euch meine Antworten darauf. Wenn ihr noch andere Fragen gestellt bekommt, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht noch mal ein zweites Video darüber. Und es hilft mir, meinen Videos, meinem Kanal ungemein, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst für dieses Video, vielleicht auch für andere Videos, vielleicht auch für das gleiche Video auf Englisch. Das mag YouTube, das mag ich und das hilft mir. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Die allererste Frage, die ich so normalerweise gestellt bekomme, sobald ich mich zu erkennen gebe als Sammler und sage, es ist eine Markenuhr, kommt die Frage, ist die echt? Und meine Standardantwort darauf ist, ja, es ist eine echte Uhr, sie zeigt die Zeit an. Und dann gibt es meistens ein Gespräch, wir kommen ins Gespräch, ich sage, ich bin kein Freund von Fake-Uhren, ich mag zwar Hommage, aber keine Fake, dann wird kurz erklärt, was das ist und spätestens dann ist das Gespräch auch relativ schnell zu Ende, weil die Leute merken, dass ich wahrscheinlich den ganzen Abend davon erzählen könnte, sie aber mir nicht den ganzen Abend bei diesem Thema zuhören wollen. Eine zweite Frage, die ich in anderen Situationen oft gestellt bekomme, ist das eine Rolex? Rolex ist, glaube ich, die Marke, die mit am bekanntesten ist und mit am deutlichsten für teure Uhren steht in der breiten Bevölkerung. Zuletzt wurde mir diese Frage gestellt, als ich eine Sinn 103 am Arm hatte. Und oft antworte ich darauf, nein, das ist keine Rolex, das ist eine gute Uhr. Es ist natürlich ein bisschen provokant, weil Rolex baut gute Uhren. Aber mich nervt dieses Reduzieren von Rolex gleich gut in der Häufigkeit, wie diese Frage kommt, dann doch gewaltig. Deswegen mache ich mir oft einen Scherz in der Antwort. Ich weiß gar nicht, wie ihr darauf antwortet. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, jeder von uns hat diese Frage schon mal gestellt bekommen. Wenn ich Leute besser kenne, kommt dann auch öfter schon mal die Frage, was hat die Uhr gekostet? Oder, wenn wir uns wirklich gut kennen, was ist die teuerste Uhr in deiner Sammlung? Nun ja, in aller Regel antworte ich darauf irgendetwas in der Art wie weniger als dein letzter Sommerurlaub oder weniger als das Auto, was du deinem Sohn zum 18. geschenkt hast. Vielleicht sage ich auch, die Uhr hat weniger gekostet, als dich dein Hund sein Leben lang kosten wird. Irgendetwas in dieser Art, um das zu relativieren. Ganz, ganz selten nenne ich wirklich den Preis, weil ich finde, das muss man nicht nach außen tragen, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 300, 400 oder 500 Euro waren. Ich gehe da nicht so wahnsinnig gerne mit hausieren. Dann gibt es ein paar Fragen, die sich um die Beschaffenheit der Uhr ranken. Und ich finde es immer ganz interessant zu sehen, welche Details Leute interessieren. Leuchtet die auch im Dunkeln? Ja, viele meiner Uhren, die meisten tun es. Aber ich gehe da nicht auf die unterschiedliche Leuchtmasse ein und auch nicht darauf, wie lang, warum, weshalb, sondern nur, ja, sie leuchtet im Dunkeln. Nahezu ebenso häufig ist die Frage, kann man damit auch schwimmen gehen?
Oder wie lange hält die Batterie? Gut, jetzt habe ich nicht so viele Uhren, die mit Batterie betrieben werden. Aber alles das zeigt mir, dass für viele die Alltagstauglichkeit und der Praxiswert im Vordergrund stehen. Weniger die Technik, weniger die Historie und bei vielen auch noch nicht mal der Markenname, sondern die Uhr muss schlicht und ergreifend alles mitmachen und halten. Und das ist das, was viele interessiert, die mich nach meinen Uhren fragen. Die bisher witzigste Frage, die ich bekommen habe, war die: Gibt es die Uhr auch bei Amazon im Warehouse-Deal? Aber ich musste beinahe lachen darüber, weil ich eine Guinan am Arm hatte. Und naja, es ist relativ schwierig, dann die Kurve zu bekommen zu Direktvertrieb und Depot im Gegensatz zu Konzessionär, Juweliervertrieb. Ich schenke mir das dann meistens und sage dann: Nein, diese Uhr gibt es nicht bei Amazon, da musst du schon direkt beim Hersteller bestellen. Finde ich ganz witzig, sowas. Richtig schwierig finde ich die Frage zu beantworten: Wie viele Uhren hast du eigentlich? Zum einen, weil das natürlich einen Blick darauf eröffnet, was ich an Zeit, Leidenschaft und vielleicht auch Geld in meine Sammlung stecke. Und zum anderen kann ich das für mich selber gar nicht so eindeutig beantworten, denn ich habe Taschenuhren, die ich nicht zwingend mit zu meiner Sammlung dazuzähle. Ich habe einige G-Shocks, die ich auch als separaten Teil betrachte und nicht als Gesamtteil der Sammlung. Deshalb habe ich für mich selber da keine einzelne Antwort drauf. Und wenn ich dann die Gesamtsumme all dessen, was man als Uhr bezeichnen kann, nenne, dann fällt vielen die Kinnlade runter, obwohl ich das eigentlich ganz anders sehe. Es ist für mich also eine relativ schwierige Frage, die ich auch sehr, sehr ungerne gestellt bekomme und auch sehr ungerne beantworte. Eine Frage, die mich immer in eine Zwickmühle bringt, das ist die, wenn ein Freund, ein Verwandter, ein Bekannter kommt und sagt: Guck mal, ich habe hier eine Uhr von, und jetzt könnt ihr jede x-beliebige billige Modemarke einsetzen. Was hältst du davon? Die möchte ich meiner Mutter, Frau, meinem Sohn zu Weihnachten schenken. Mein Gedanke ist dann grundsätzlich immer: Für das Geld hättest du was viel Schöneres bekommen, auch was Besseres. Vielleicht nicht zwingend eine Uhr, aber irgendwas, was ich lieber verschenkt hätte als dieses spezielle billige Modell einer Modemarke. Ich drücke mich dann meistens um eine Antwort, weil ich die Freude nicht nehmen möchte und sage dann meistens: Naja, bei der Uhr und bei dem Label, geh mal nicht davon aus, dass sie 20 Jahre hält, aber sie sieht natürlich am Arm ganz gut aus. Ich traue mich da nicht wirklich ungeschminkt meine Meinung zu sagen, denn ich möchte da auch niemandem die Freude nehmen, insbesondere nicht, weil mein Gegenüber, und das weiß ich ja dann, meine Leidenschaft, meine Sichtweise und auch meinen Fokus auf die Uhren nicht teilt. Schwierige Situation, habe ich nicht gerne diese Frage. Eine andere Frage, die auch relativ häufig kommt, ist: Du sammelst doch Uhren, du kennst dich aus. Meine hat hier ein Problem, kannst du mal gucken? Ja, gucken kann ich, das ist gar kein Problem, aber ich bin kein Uhrmacher. Ich habe hier zwei linke Hände, wie ihr seht. Ich habe vielleicht eine Idee, was das sein könnte, batterieleer, wenn es eine mechanische ist und die ist 25 Jahre gelaufen, vielleicht mal zur Revision. Aber das sind so Standardhinweise. Wirklich helfen kann ich nicht. Ich mache keine Uhr auf und ich sage auch nicht: Schmeiß sie weg. Insofern, netter Versuch, aber von mir kann da an dieser Stelle wirklich nicht viel Inhaltliches kommen. Ein dritter Block der Fragen, die mir oft gestellt werden, ist die Frage, die sich um Geld bzw. Wert der Uhr dreht. Ganz häufig werde ich gefragt: Sag mal, aus deiner Sicht, du beschäftigst dich doch damit, ist eine Uhr für 5.000 Euro wirklich um so viel besser als eine Uhr für 200 Euro? Tja, da muss ich dann häufig sagen, das hängt davon ab, worauf du Wert legst. Wenn du nur in Anführungsstrichen eine Uhr haben möchtest, die die Funktion erfüllt, die haltbar ist, die so ziemlich alles mitmacht
und mit der du auch nicht unangenehm auffällst, dann bist du in der Klasse 200 bis 250 Euro und einer Quarzuhr sehr oft und bei vielen Marken wirklich gut aufgehoben. Wenn du aber auf etwas anderes Wert legst, und dafür musst du dann genauer hingucken und dich vielleicht auch ein bisschen damit beschäftigen, dann wirst du den Unterschied erkennen. Wenn du den Unterschied nicht erkennst und er dir nicht wichtig ist, würde ich an deiner Stelle niemals die 5000 Euro für eine Uhr ausgeben. In die gleiche Kategorie gehört die Frage, welche Uhr ist die beste Wertanlage? Meine Standardantwort ist in diesem Fall immer, leider ist mir heute Morgen meine Glaskugel runtergefallen. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich kann nur sagen, zum Standpunkt jetzt. Heute gibt es einige Uhren, die in der Vergangenheit ziemlich an Wert gewonnen haben. Ich kann vermuten, dass das in ein oder zwei Jahren auch noch so sein wird. Aber ich kann dir nicht sagen, was in 10 oder 15 Jahren ist. Das ist eine reine Spekulation und da kannst du auch Aktien an der Börse kaufen oder andere Sachen machen. Zu dem Thema gibt dir niemand seriös eine verlässliche Antwort. Und die letzte Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, wenn ich jetzt eine teure Uhr mir kaufen müsste, sagen wir mal, ich gebe 150 Euro aus. Das ist für viele Leute tatsächlich eine teure Uhr, die sich bisher nur im Bereich von 20, 25 oder 30 Euro bedient haben. Welche Uhr würdest du mir empfehlen? Und da ist meine Standardantwort eigentlich immer, nimm eine Casio G-Shock. Eine extrem robuste Uhr. Eine Marke mit Geschichte, eine Uhr, die in der Uhrenwelt ihren Fußabdruck hinterlassen hat, die etwas Besonderes bewirkt hat, unverwüstlich ist und für um die 100 Euro vielleicht nicht ewig hält, aber doch sehr überdurchschnittlich lange. Alternativ dazu eine einfache Seiko, eine einfache Citizen, bist du sehr gut mit bedient und bleibst auch in diesem Preissegment. Bei allem anderen würde ich vorsichtig sein. Das sind die Sachen, die ich immer guten Gewissens empfehlen kann. Und ansonsten bei 150 Euro fehlt mir persönlich die praktische Erfahrung. Aber diese drei Marken kann ich in jedem Fall empfehlen. Ja, das waren so meine, es waren tatsächlich 15. Ich habe hier ein Skript mitlaufen in diesem Fall. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr andere Fragen bekommt, ob ihr andere Antworten gegeben hättet. In diesem Sinne, bleibt gesund, geht Corona aus dem Weg und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.